Guten Morgen, liebe Leute. Es ist jetzt ganz früh morgens. Naja, geht halt so, ne? Nicht für alle, aber 7:30. Normalerweise stehe ich nicht so früh auf. Aber Dennis hat gesagt, komm mal um 8 trainieren. Echt eine Challenge für mich, aber ich bin jetzt wach. Gleich fahre ich los. Und kann jetzt leider auch nichts mehr essen. Bin gerade erst aufgestanden. Aber weiß ich, nehme ich nochmal Kreatin oder ein paar Multivitamine oder so ein Scheiß, ne? Ich war mir als erstes nicht so sicher, ob ich einen Booster trinken sollte, weil ich ja gestern schon einen genommen habe, ne? Und man soll ja nicht zu oft einen nehmen. Aber ich habe gedacht, okay, habe ich heute doch nicht ganz so viel geschlafen. Wie gesagt, es ist noch nicht mal 8. Oh mein Gott. Ja, normalerweise schlafe ich ein bisschen länger. Und deswegen habe ich es noch irgendwo. Sieht jetzt hier so böse aus, weil da keine Verpackung drauf ist, aber ich habe das eigentlich nur abgemacht. Also es ist ein altes, wo steht's? One More Rep, da. Ja, jetzt fokussiert er nicht. One More Rep Vortex war das mal. Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwas Hartes drin, sage ich jetzt mal. Einfach nur Koffein. Aber er schmeckt ganz gut. Und ich hatte ihn noch übrig, die anderen habe ich alle schon aufgebraucht. Also deswegen nur ein bisschen davon, falls es euch interessiert, wahrscheinlich nicht. Und ja, dann habe ich mir heute mal vorgenommen, habe ich gedacht, aus Spaß, mache ich mal 100 Kilo Bankdrücken auf Reps. Hat nämlich ein Kollege gefragt, so, wie viele schaffst du denn da? Und habe mir auch gedacht, so, wie viele schaffe ich denn da? Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mal das Video von Karl und Tim gesehen, schon vor, ich glaube, 2 Jahren oder so. Und da haben die auch so eine Challenge gemacht, wer mehr Reps mit 100 Kilo schafft. 10, 11, 12, 13, 14, 16 Minuten, ein toll. Und haben wir gedacht, und da habe ich damals gedacht, so, oh mein Gott, Karl, es schafft 20 Reps mit 100 Kilo. Das ist ja krass. Schauen wir mal, wie viel ich heute schaffe, ne? Und 225 wollte ich nochmal für 5 machen. Ein bisschen kontrollierter und so. Und ganz genau gucken, wie das dann aussieht mit meinem unteren Rücken und so. Das dürft ihr dann ja auch nochmal sehen und kritisieren. Versuchen wir mal, so viele wie möglich zu machen.
komm. Ja, wie viel waren's? 19. So ein Scheiß, wollte eigentlich 20 machen. Naja. Wir holen wir gleich. Machen gerne mal 20. Hey Leute, ich bin wieder zu Hause. Mittlerweile ist es 12 Uhr. Ich war ja heute ein bisschen früher trainieren als sonst, muss ich sagen. Und naja, ist halt nicht ganz so genial. Das Studio ist noch ein bisschen kalt, man selber ist noch ein bisschen kalt, aber war bis jetzt ganz cool. Leider habe ich Bankdrücken halt auch nur 19 Wiederholungen geschafft. Mal schauen, vielleicht schaffe ich später irgendwann noch, auch nochmal die 20. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder zu Hause und esse hier schön was. Hier Whey und sonst leckere Brote. Und das Essen an sich sind jetzt erstmal so 1400 Kalorien. Eine Sache fehlt aber noch, die muss ich noch eintragen. Ich habe ein bisschen Zuckerwasser getrunken beim Training. 3x 40 Milliliter Sirup. 300 Kalorien, relativ viel sogar. Wie viel Zucker habe ich mir da reingeballert? Boah, fast 100 Gramm. Naja, dass ihr das wisst, also wäre ich nachdem sozusagen bei 1800 Kalorien, hätte schon die Hälfte. Aber mir fehlt dann halt noch ein bisschen Fokus. Ja, 95 Gramm Eiweiß habe ich bis jetzt. Also da fehlt noch ein bisschen. Müssen wir nochmal schauen. Und ja, so sieht es bis jetzt aus. Bis später. So, mache hier gerade schön mein Essen und dachte, okay, trinke ich dabei nochmal einen kurzen Smoothie. Und sehen wir uns gleich, wenn das Essen fertig ist. So, das ist jetzt das fertige Essen. Relativ unkreativ. Einfach nur eine Packung Hähnchen, also 550 Gramm. Zwei Paprikas. Und ja, ich habe es noch nicht mal gewürzt. Aber schmeckt ja ganz okay. Und ein bisschen Butter, ne? Ja, 960 Kalorien. 10 Gramm Butter, Smoothie, Paprika. Damit sind wir jetzt insgesamt. Guck mal, wie schön verteilt das ist. Immer schön ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, so sollte es sein. Bei, ich glaube, hier 233 Gramm Protein und ja, fast 2800 Kalorien bis jetzt. Also fehlt noch ein bisschen und ja, jetzt esse ich das erstmal. So, guten Abend, es ist jetzt mittlerweile kurz vor 8 und dann esse ich jetzt mal mein letztes kleines Stückchen. Nochmal ein Müsli, also okay, ich habe heute noch kein Müsli gegessen. Und nochmal 100 Gramm Whey. Und ja, damit müsste ich so bei knapp über 4000 Kalorien sein und 300 Gramm Protein und so. Und ja, das sind etwa die Ziele, für die ich gehe. Morgen hole ich mir nochmal meinen Body Media zurück, hoffe, das funktioniert und gucke da mal, wie viel ich verbrauche, ob ich mit meinen 4000 gut lag. Und ja, dann war es das erstmal, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao!